Ey Leute, was geht? Mein Name ist Jonas und vor ein paar Tagen habe ich mal kurz in Too Hot to Handle Germany reingeschaut und ich war fassungslos. Ich muss sagen, ehrlicherweise schaue ich normalerweise überhaupt keinen Reality-TV. Also so Formate wie, was gibt's da, irgendwie Temptation Island, Sommerhaus der Stars, Big Brother, Dschungelcamp zum Beispiel. Wow, doch viele Formate, die ich kenne. Das sind alles so Sachen, die kenne ich so aus TikTok-Ausschnitten so oder als Memes irgendwie benutzt oder so. Aber so eine ganze Sendung habe ich, glaube ich, weiß nicht, ob ich das jemals überhaupt gesehen habe. Das war also nie mein Ding. Und das sind ja in den meisten Fällen, wenn ich mich nicht irre, Sachen, die auf RTL oder RTL 2 laufen. Umso trauriger ist, dass Too Hot to Handle tatsächlich auf Netflix läuft, wofür ich im Übrigen auch Geld bezahle, aber es ist okay, weil es viele gute andere Netflix-Serien gibt. Aber wie gesagt, ich bin vor einer Woche in die Situation gekommen, dass ich einmal kurz in die erste Folge reingeschaut habe und ich muss sagen, wirklich, ich habe es am Anfang schon gesagt, aber ich war wirklich fassungslos. Und ich war nicht nur einfach verstört im Sinne von, weil es einfach mies cringe war und diese Cringe-Szenen kennt ihr auch safe alle von TikTok oder Instagram. Da habt ihr bestimmt schon mal welche gesehen aus so O-Tönen, die einfach man sich so denkt, so Bro, warum? Weil das Ding ist, das ist ja auch ein bisschen Sinn von diesen Sendungen, dass die einfach auf diese unterhaltsame Art auch eben cringe sind und sicherlich auch, dass die an manchen Stellen dramaturgisch gut funktionieren, weil die spannend sind und man sich fragt, okay, hat er jetzt was mit ihr und was passiert da? Die haben ja alle diesen voyeuristischen Charakter, das heißt, man hat das Gefühl, man schaut über Überwachungskameras zu und kann hautnah miterleben, was da passiert. Aber ich war, wie gesagt, nicht deswegen fassungslos, sondern tatsächlich einfach, weil ich das gesehen habe und ich habe mir gedacht, die können doch nicht sowas im Jahr 2023 ausstrahlen, wo so viele Debatten über so viel geführt wird. Ich habe es gar nicht gecheckt. Ich meine, wisst ihr, das sind ja Leute, die das erarbeiten. Diejenigen, die gesagt haben, ja, das skripten wir so. Diejenigen, die gesagt haben, ja, das nehmen wir so auf. Diejenigen, die gesagt haben, ja, diese Schnittfassung ist gut, die geben wir durch. Und diejenigen, die am Ende gesagt haben, ja, das kommt auf unsere Plattform, what the fuck, all diese Leute. Ich kann das nicht verstehen und ich werde das auch in diesem Video sehr deutlich erklären. Ich meine, hat sich jemals jemand Gedanken darüber gemacht, wer eigentlich die Zielgruppe von diesem Format ist, wie viele junge Menschen sich das ansehen und was das für Auswirkungen haben kann? Ich habe mich in diesem Video damit beschäftigt, was für negative Auswirkungen Reality TV auf uns haben kann. Welchen Einfluss diese Sendungen auf unsere Generation haben, aber auch auf unsere Psyche, unser Sozialverhalten und unser Selbstbild. In diesem Video werde ich mich plakativ auf die Sendung Too Hot to Handle beziehen, weil ich die jetzt zuletzt eben mal kurz gesehen habe und ich hier exakt perfekt verbildlichen kann, was ich für problematisch halte. Im Sinne des Paragraphen 51 des Urheberrechtsgesetzes werde ich auch manche Stellen bildlich zitieren, um euch also genauer verbildlichen und verdeutlichen zu können, was ich meine. Sinnbildlich muss ich aber sagen, steht das hier für alle Sendungen, die es im Reality-TV so gibt. Love Island oder Temptation Island und was es da alles gibt. Die funktionieren alle nach demselben Prinzip und sind mindestens genauso problematisch. Einfach, dass ihr Bescheid wisst. Auch noch als ganz kleiner Disclaimer, ich habe natürlich gegen niemanden persönlich was. Und noch mehr möchte ich ganz deutlich sagen, dass ich niemanden der Teilnehmer dort irgendwie persönlich angreifen möchte. Ich gehe sowieso davon aus, dass ein gewisser Teil gestaged ist, dass vor allem bestimmte Konstellationen und wer wie mit wem sitzt und was sagt, dass da sehr viel von der Regie reingegeben wurde. Das ist in all diesen Sendungen der Fall. Also da ist nichts einfach dem Zufall überlassen, das könnt ihr mir glauben. Und natürlich ist auch alles zurechtgeschnitten, das heißt, die Dinge, die ich auch zeigen werde, das sind halt diese Extrembeispiele, bei denen sich quasi im Schnitt dazu entschieden wurde, die eben reinzuschneiden. Ich war tatsächlich bei der Too Hot to Handle Release Party. Die war im Grunde auch ganz nett. Die war ein bisschen wie so ein Klassentreffen. Man hat sehr viele andere Influencer-Kollegen und Kolleginnen getroffen. Leute, die man treffen will und Leute, die man echt nicht treffen will. Und da habe ich auch manche von den Kandidaten und Kandidatinnen kennengelernt, ein bisschen mit denen gequatscht. So, ich kann jetzt nichts persönlich gegen die sagen. So, deswegen, wenn ihr das Video hier seht, fühlt euch nicht persönlich angegriffen. Versucht einfach, das Video zu verstehen und das, was ich meine. Am Ende muss ich trotzdem sagen, einfach Retalk, das Format ist bodenlos. Also, man kann sagen, was man will, aber das, was man sich da in mehreren Folgen über 50, 60 Minuten gibt, ist bodenlos. Das Krasse ist, ich habe medial nicht mal krasse Kritik mitbekommen, so. Also irgendwie gibt es da nicht mal diese richtige Reflexion und die einordnende Ebene, die es hier bräuchte. Deswegen habe ich gedacht, ich mache es heute. Und deswegen fragen wir uns jetzt an der Stelle erstmal, was ist eigentlich dieses Too Hot to Handle? Kommen wir also zu Kapitel Nummer 1, Reality TV auf Netflix. Das Format Too Hot to Handle ist eine erstmals im Jahr 2020 ausgestrahlte Netflix Original Show, die sich in das Genre der Reality Shows einordnen lässt. Dieses Format war derart erfolgreich, dass es inzwischen davon ganze 4 Staffeln gibt und auch Adaptionen ins Ausland hin. Es gibt eine brasilianische Version, es gibt eine lateinamerikanische Version und seit Februar 2023 eben auch ein Too Hot to Handle Germany. Etwas, was Germany schon seit Jahren gebraucht hat. Ja, und das Krasse ist, diese Show hat tatsächlich auch in Deutschland sehr gut funktioniert. Schon seit Wochen ist Too Hot to Handle Germany in den Top 10 Charts. Lange war es auch auf Platz 1. Das war etwas, was mich gleichermaßen auch ehrlicherweise gestört hat. Ich meine, ich gucke schon die ein oder andere Netflix-Show und Serie, muss ich sagen. So, ne? Ich bin schon so ein Netflix-Fan, würde ich schon sagen. Und da gibt es halt einfach was Serien, die ich extrem feiere, die aber nie in die Top 10 kommen, wo ich mich frage, so, warum gucken das nicht mehr Leute? Und dann sehe ich halt sowas und ich denke mir so, nein, weil das ist so, weißt du, ich meine, am Ende, Netflix ist ein ganz normales kapitalistisches, wirtschaftliches Unternehmen so. Ich würde nicht anders handeln. Die müssen auch auf Quote achten, auf das, warum die Leute natürlich ein Abo da lassen, bezahlen. Und wenn sowas eben so lange in den Top 10 Charts ist, dann weiß man ja schon, die Staffel wird wahrscheinlich verlängert und das finde ich katastrophal. Aber das ist natürlich auch der Konsument schuld, deswegen richte ich auch, ganz ehrlich, die Leute, die das schauen, haben auch ganz klaren Einfluss darauf, wie der Netflix-Katalog am Ende aufgebaut ist. Aber
gucken wir kurz mal weiter, was dieses Too Hot to Handle eigentlich ist für Leute, die es nicht wissen. Das Konzept ist im Grunde relativ simpel und trotzdem kann man sagen, vielleicht auch genial. Es werden 10 Singles gecastet, die zu einer vermeintlichen Dating-Show eingeladen werden. Es weiß vorher wohl wirklich noch niemand, um was es da geht, außer dass es so eine Dating-Show sein soll. Vor Ort erfahren dann die Teilnehmer nach wenigen Stunden, dass sie eben bei Too Hot to Handle auf Netflix gelandet sind und dass die ganz einfache Regel ist, dass für die nächsten 4 Wochen nichts Intimes laufen darf. Also man darf nichts mit irgendwem anders haben. Passiert das doch, wird Geld von einem Preisgeldkonto abgebucht. In Deutschland war es so, dass am Anfang 200.000 auf diesem Konto waren. Das würde dann als Preisgeld an die Gewinner am Ende ausgezahlt werden. Und beispielsweise gab es eben so diese Bestrafung, zum Beispiel, wenn man Sex mit irgendwem hatte, dann wurden 24.000 davon abgezogen. So, ne? Und sowas wie Selbstbefriedigung zum Beispiel oder auch Küsse, das ist alles eben Intimität. Das darf man in diesen 4 Wochen eben nicht haben. Ich sage mal ganz ehrlich, also ich habe teilweise Monate gehabt, wo ich nicht wirklich irgendwas davon gehabt. Wobei, ja, Selbstbefriedigung, das ist vielleicht ein Thema. Aber Küssen oder Sex, also da war ich jahrelang Profi drin, das nicht zu haben. Deswegen frage ich mich manchmal auch, was so kompliziert an dieser Show sein kann. Es gibt dann noch diese Lana, das ist wie so eine Art Bluetooth-Box, die mit denen spricht und denen eben sagt, was irgendwie abgeht. Das ist so ein bisschen wie Alexa von Amazon. Es gibt dann zwischendurch noch so Challenges, in denen es viel um Selbstwahrnehmung geht, aber auch darum, dass sich die Kandidaten näher kommen. Und ein Fakt ist auch, dass es weniger Betten als Kandidaten gibt, sodass zwangsweise immer Leute auch zusammen im Bett schlafen müssen, um das natürlich alles nochmal ein bisschen hitziger zu machen. Ich habe damals ein paar Folgen der amerikanischen Show gesehen. So die ersten 4, 5 Folgen wahrscheinlich. Danach hat es mich gelangweilt. Und ich habe auch gecheckt, worum es geht und so, keine Ahnung. Die deutsche Show wollte ich von vornherein eigentlich nicht gucken, weil ich solche Formate, wie gesagt, einfach nicht gucke. Also ich habe eine grundsätzliche Abneigung gegen diese Art von Formaten. Habe dann aber eben vor einer Woche doch mal reingeguckt, weil es eben jetzt so lange in diesen Top 10 Charts war und ich dann dachte, okay, das muss vielleicht einfach gut sein. Und ich war halt, wie gesagt, einfach geschockt. Netflix stellt die Serie eher als etwas hin, womit den Teilnehmern geholfen werden soll, tiefere und emotionalere Bindungen in Beziehungen zu finden. Was ich ganz absurd finde, wenn man sich jetzt die erste Folge anguckt und sich auch mal anschaut, wie absolut anti-monogam jeder Teilnehmer eingestellt ist und was für ein seltsames Bild sie von Sexualität haben. Und am Ende sind es ja die Produzenten, die entscheiden, was in der Sendung ausgestrahlt wird. Deswegen ist es Quatsch, das, was da das Bild von dieser Show sein soll, ist Bullshit. Hier geht es um reine Unterhaltung. Hier geht es um reine Unterhaltung. Für mich steht die Serie in allererster Linie für Sexismus und Sexualisierung. Von dem Festigen von diesen uralten, klischeehaften Stereotypen. Dort gibt es sehr viel toxische Männlichkeit und Weiblichkeit. Es werden völlig falsche Ideale und Lebensansichten propagiert, die eben gerade auf junge Zuschauer einfach sehr negativen Einfluss haben können. Die Liste ist lang. Bevor wir jetzt ein bisschen mehr in Too Hot to Handle reinschauen, möchte ich euch einmal ganz kurz sagen, warum ich diese Sendung eben für so gefährlich erachte. Kapitel 2, Wahrheit versus Realität. Dass Reality selbst negativen Einfluss auf uns nimmt, das ist nicht nur irgendeine These von mir, sondern das ist längst bestätigt. Es gibt zahlreiche Studien und Artikel darüber im Internet. Ich kann euch auch mal ein paar unten verlinken. Hier jetzt ein paar für euch. Jugendliche besonders betroffen, so schadet Reality TV unserer mentalen Gesundheit. Wissenschaftler weisen nach, dass viel Trash-TV dem Gehirn schadet. Reality TV vermittelt gefährliches Schönheitsideal. Körperbilder. Reality TV nährt Ängste von Jugendlichen. Eine Studie der Mental Health Foundation attestiert einen Zuwachs von Problemen um bis zu 24%. Das schauen wir uns gleich genauer an. Das ganz große Problem an diesen Sendungen will ich euch ganz kurz zusammengefasst einmal erklären. Reality TV soll die Wirklichkeit darstellen. Es gibt verschiedene Formen von Reality TV. Also es gibt auch Scripted Reality und Non-Scripted Reality. Manchmal weiß der Zuschauer, was gescriptet ist, manchmal weiß er das auch nicht. In diesem Fall ist es natürlich in einem besonderen Setting. Das heißt, also wir haben ein Setting, da findet sich nicht der Zuschauer selbst irgendwie wieder. Ne? Also wir sind nicht in einem Haus mit 9 anderen Kandidaten und dürfen keinen Sex haben. Das ist also ein besonderes Setting. Aber alles andere löst etwas in uns aus. Einen ständigen Vergleich beispielsweise. Identifikation mit den Leuten, die dort sind. Projektion. Als Zuschauer kann man super schwer darüber abstrahieren, was gerade wirklich echt ist oder was nur inszeniert ist. Und das führt eben dazu, dass wir absurd viel vergleichen, ganz unbewusst passiert ist. Also viele von euch sagen sicherlich, naja, ich kenne ja diese Shows, ich schaue da drauf, ich finde es lustig, die machen sich zum Affen. Oder vielleicht machen die sich auch nicht zum Affen, aber ich fühle mich besser, wenn ich das schaue oder einfach unterhalten. Aber ich weiß ja, das ist Quatsch. Oder ich würde mich nicht damit vergleichen. Ich sage nochmal, das gilt genauso für das Social-Media-Thema. Man kann so reflektiert sein, wie man möchte. Dieser Vergleich passiert unbewusst. Ein ganz wichtiges Thema ist das Thema Körper-Selbstbild. In meinem letzten Video habe ich schon viel darüber geredet. Man vergleicht sich sehr genau damit, wie die Leute aussehen. Schauen wir uns gerade mal ganz kurz die Kandidaten an. Gucken wir uns mal dieses Bild hier an. So, wenn ich mir das Bild hier von den 10 Kandidaten, die am Anfang dabei waren, wenn ich mir das anschaue, sehe ich einen Haufen von Leuten, die dem vermeintlichen Idealbild eines gut aussehenden Körpers entsprechen. Und zwar alle durch die Bank weg. Das heißt, alle 10 Leute, die dort sind, haben die Jungs zum Beispiel alle einen trainierten Bauch, einen trainierten Körper. Wenn ich das zum Beispiel mal nur als einfaches Beispiel. Die haben alle einfach einen trainierteren Körper als ich, obwohl ich wirklich regelmäßig ins Gym gehe und nicht viel falsch mache. Aber ich kriege zum Beispiel einfach nicht so einfach große trainierte Oberarme. Das ist meine Genetik einfach nicht. Wie gesagt, sicherlich trainieren die auch länger und härter und fleißiger oder machen irgendwas mehr richtig als ich. Ich will damit nur sagen, die Männer dort beispielsweise verkörpern so den Stereotyp Mann. Die Frauen wieder andersrum verkörpern sehr viel von dem Idealbild der Frau. Ich sage das immer in Anführungsstrichen, weil es wie gesagt, es gibt nicht das Ideal. Und es gibt auch nicht das, was schön ist und das, was nicht schön ist. Aber wir sehen diese vermeintlich perfekten Körper die ganze Sendung über. Schauen wir uns alle Folgen an,
über mehrere Stunden am Stück sieht man nur diese Menschen. Das führt dazu, dass wir das mit uns vergleichen und automatisch eine Art Unzufriedenheit entwickeln. Auch das, was die dort sagen, was sie dort machen, wie die handeln, vergleichen wir mit unseren Einstellungen, mit unseren Handlungen, mit unseren Werten, gleichen das ab, fühlen uns eventuell in irgendeiner Form in bestimmten Dingen nicht bestätigt, weil wir das Gefühl haben, machen wir vielleicht was falsch, weil die sehen das so und ich sehe das so. Ich zeige euch mal ganz kurz eine ganz Kleinigkeit, was ich meine. Wir haben den deutschsprachigen Single-Markt auf links gedreht und die hottesten Exemplare überhaupt gefunden. Und sie wollen alle nur das eine. Sex. Wenn wir das jetzt gerade gesehen haben, man hat, glaube ich, schon ein Gefühl für das Niveau gleich, das noch kommt. Erstmal sieht man die und die Off-Stimme sagt, okay, das sind die heißesten Singles. Man hat also automatisch so eine Art Kompass. Okay, also das ist Attraktivität. Und dann wird gesagt, die nur eins wollen, und zwar Sex. Wo an dieser Stelle direkt mal gesetzt wird, okay, also diese ganz heißen Leute scheinen nur eins zu wollen, und zwar Sex. Das ist wohl das, wonach man sich ausrichtet. Ich möchte jetzt hier nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Und ich möchte jetzt auch nicht so, ne, mega picky sein und so, ne, jetzt hört mal genau hier und da rein. Das war nur ein kurzes Beispiel, damit ihr versteht, was es mit Leuten machen kann, die vielleicht auch erst 11 oder 12 sind und sich solche Sachen angucken und aber auch mit ganz vielen anderen Leuten. Also ich rede jetzt hier nicht nur vom jungen Publikum, das habe ich eben gesagt, das betrifft genauso auch ältere Leute. Aber jetzt schauen wir mal ein bisschen genauer rein, was es noch für Stellen gibt. Kapitel 3, ein Haufen sexsüchtiger Narzissten. Ganz klar ist, bei solchen Shows werden vor allem Leute gecastet, die polarisierend sind und sehr extrovertiert. Ja, also eine Show mit Leuten, die nur aus Menschen wie mir bestehen, die einfach, wenn sie draußen sind, sehr introvertiert sind und nicht sehr viel sagen, wäre ultimativ langweilig. Deswegen sitze ich hier alleine in meinem Arbeitszimmerstudio und verurteile diese Art von Shows. Es ist, wie es ist, das ist der Kreislauf des Lebens. Und ganz klar ist auch, wir bekommen, das habe ich eben schon gesagt, nur die Ausschnitte zu sehen, bei denen die Regie gesagt hat, yes, das wollen wir so reinhaben. Deswegen, wie gesagt, ich verurteile niemanden für das, was er hier in dieser Show gesagt hat. Am Ende ist es ja auch das, was er ehrlich denkt und das nehme ich niemandem übel. Das sind halt alles diese crazy Charaktere. Trotzdem sage ich, ist es problematisch, eine ganze Reihe solcher Dinge aneinander zu reihen. Man wird hier 60 Minuten am Stück verblödet. Was ich halt auch maximal verstörend fand an dieser Show, ist halt, wie triebhaft dort alles gezeigt ist, wie viel es dort einfach nur um Sex geht. Ich meine, mir ist klar, es dreht sich in dieser Show darum, ne? Das ist, ich bin nicht dumm. Am Ende geht es darum, dass die keinen Sex haben dürfen, deswegen wird am Anfang natürlich als Kontrast dargestellt, wie viel sich für die Person um Sex dreht. Das Problem ist aber, wenn du dir das anschaust, kriegst du das Gefühl, du müsstest auch so denken, du müsstest auch so leben, es müsste bei dir auch nur um Sex gehen. Wenn du rausgehst, wenn du im Club bist, musst du welche klären. Wenn du nicht jede Woche einen neuen oder eine neue hast, ist ein Problem. Wenn du 2 Wochen keinen Sex hattest, ist ein Problem. Solche Sachen manifestiert man einfach, wenn man sich sowas anschaut. Gehen wir mal ganz kurz drüber, wie diese Leute so dargestellt sind und was die auch so sagen. Ja? Und wenn wir jetzt den ersten Ausschnitt hier sehen, ist natürlich auch klar, dass hier erstmal maximal viel Haut gezeigt wird bei den Leuten. Ist es natürlich auch warm und das ist ja auch in Ordnung. Aber klar ist natürlich auch, dass die Leute sich sowas natürlich sehr gerne angucken. Eine nackte Haut ist immer sehr beliebt. Und da kommt auch schon unsere erste nichtsahnende Sexgöttin. Wisst ihr, das ist das, was ich meine. Der erste Satz über die erste Person, die reinkommt, Sexgöttin. Man konnte nichts anderes finden, was sie besser beschreibt als Sexgöttin. Dann gibt es hier halt immer diese Vorstellungsblöcke, wo die Person dann ein bisschen was quasi im O-Ton über sich sagen können. So, seid ihr ready? Für mich? Ich bin auf jeden Fall sehr ready dafür, was du jetzt sagen wirst. Meine Masche ist meistens, dass ich hier so in Leute reinrempel. Und dann sagen die, what's your name? Und dann. Okay, das ist so ihre Masche, wie sie Leute klärt. Ist okay, das ist noch harmlos. So, jetzt kommt der erste Typ. Mal gucken, ob sie es schaffen, den vorzustellen, ohne den in sexuelle Kontexte einzubinden. Oh mein Gott, kommt da jemand? Kommt da jemand? Ja, da kommt ein Sexpack auf 2 Beinen. Alles klar, ein Sexpack auf 2 Beinen. Ich stehe auf Frauen und nicht auf Mädchen. Ich liebe Sex. Ohne Sex hätte ich kein Lächeln. Sex mache ich mit meinem Kopf und mit ihm hier. Und mit meinen Blicken bin ich am Flirten und ziehe euch aus. Dann haben wir hier noch einen anderen Kandidaten, den wir mal kurz reingucken. Wer keinen Korb akzeptieren kann, ist kein Mann. Leicht gesagt, wenn man keine Körbe kriegt. Die Sache ist halt, jeder ist dort so. Also ist es nicht nur er so, jeder ist dort so. Deswegen heißt das Kapitel übrigens sexsüchtige Narzissten. Das kommt nicht von irgendwoher. So, dann gibt es da noch Laura. Ich bin 1% deutsch und zu 99% Latina. Kennt ihr diese Leute? Die haben so einen Urgroßonkel 8. Grades. Der kommt irgendwo so aus dem Ausland. Aber man ist dann immer nur 1% Deutscher und so 99% Amerikaner oder so. So auf so, aber ich, Leute, bin übrigens auch nur 1% Deutscher, ne? Mein Motto ist Eat, Sleep, Fuck, Repeat. Ich habe noch nie einen Korb bekommen, weil ich bin jung, gut aussehend und sexy. Wie gesagt, jeder von denen würde am liebsten mit dem eigenen Spiegelbild rummachen. Es ist übrigens nicht schlimm, Leute, falls ihr gerade zuschaut und euch das jetzt an dieser Stelle schon fragt. Es ist nicht schlimm, wenn ihr schon mal einen Korb gekriegt habt. Und es ist auch nicht normal, wenn man jeden immer kriegt, den man mal anflirtet oder auf den man einen Crush hat. Und es ist auch okay, wenn ihr euch nicht für die Geilsten haltet. Das ist gar nicht mal so sympathisch. Dann schauen wir uns den Kandidaten jetzt gerade mal an. Ich bin einfach more than a pretty face. Bei mir zu Hause ist Technik eigentlich der Mittelpunkt. Mir ist es wichtig, dass alles verbunden ist, dass ich einfach zu meiner Alexa sage, okay, mach das Licht an, mach die Musik an. Das ist immerhin mal eine Frau, die ohne Wenn und Aber auf mich hört. Yo, okay. Habe ich gesagt, dass hier so ein bisschen alte Stereotypen gezeichnet werden? Die gehörige Frau, die macht, was der Mann sagt.
Naja, es ist in seinem Fall nur die Alexa. Alles gut, wir müssen uns nicht aufregen. Aber versteht ihr ein bisschen, was ich meine so? Man hat das Gefühl, man guckt eine Sendung, die 2000 vielleicht hätte laufen können so. Nicht, dass es da okay gewesen wäre, aber so von dem, wie die sprechen, was die sagen. So, jetzt gucken wir uns mal kurz an, was sie so sagen, was sie so zueinander sagen, weil das auch sehr aufregend ist. Und das ist so ein bisschen das, was ich meine, dass da alles so, die sind so unfassbar auf Sex fokussiert, wo man sich ja einfach nur so denkt so, what the fuck, das ist doch nicht normal. Wow. Hi, ich bin Stella. Hi. Oh mein Gott, seid ihr alle hot? Ja. Kann ich bitte mit euch allen rummachen? So mache ich das auch immer zur Begrüßung, wenn ich so irgendwie in so eine Runde komme von Leuten, die ich nicht kenne, sage ich auch immer so, ey, ihr seid echt cool, also, wollen wir alle einfach mal rummachen? Wollen wir? Die hat auf jeden Fall noch mehr zu sagen. Ey, was stellst du dir hier so vor? Gerne viele Welcome. Partys, eine Orgie wäre auch in Ordnung. Ich will nicht sagen, aber es fühlt sich halt legit so an, als würde man den Anfang von einem Porno gucken. Bruder, das ist doch keine Netflix-Show. Ich meine, ihr dürft nicht vergessen, die wissen, dass da die ganze Zeit Kameras laufen. Die haben Eltern zu Hause, die haben Geschwister und die stehen da so und sagen so, der eine fragt so, was? Und was stellst du dir vor? Ja, Party, vielleicht eine Orgie. The fuck? So, dann fangen die weiter an, miteinander zu reden. Und ich habe mir halt da schon gedacht, bitte redet einfach nicht weiter, weil alles, was ihr sagt, ist nicht gut. Ein paar Sachen hier, einfach nur, dass ihr wisst, auf welchem Niveau wir uns ungefähr befinden. Ja, was hier auch reinkam, so, ich bin 1,90. So, ja, fragt man sich, ob er auch was anderes groß ist. In der einen Ecke saßen die Jungs, in der anderen sitzen die Mädchen. Und die Mädchen sitzen da so und unterhalten sich so über die Schwänze von den Typen. Man denkt sich so, es wirkt halt einfach absolut falsch. Aber wie gesagt, die Typen saßen in anderen, haben sich dann über die Frauen unterhalten und haben auf jeden Fall auch so eine, auf eine sehr konstruktive Art über die Frauen gesprochen. Machen einen sehr offenen Eindruck. So, das wäre im Club so eine, so vielleicht würde ich vielleicht mal mitnehmen, so ich wäre vielleicht tasty auf die. Ich glaube, die ist auch im Bett so kein Comedy, aber... Hey Babe, du bist im Bett echt kein Comedy. Ich weiß nicht mal mehr, was ich dazu sagen soll. Und jetzt noch eine letzte Sache zum Veranschaulichen, weil es einfach so geil ist, weil jetzt spricht wieder diese Person aus dem O-Ton, was eben im Nachhinein eingesprochen wurde, nur um zu zeigen, wie absurd das ist. Die Jungs machen auf Teamwork in Sachen Flirten und die Girls planen eine Orgie. Man kann so vieles machen, man kann so viele coole Serien entwickeln, aber ich zitiere, die Jungs machen auf Teamwork in Sachen Flirten, die Girls planen eine Orgie. Das sind Dinge, die gehen in die Geschichtsbücher ein. Ganz kurz will ich noch eine Sache zeigen, die kommen dann in die Schlafräume rein, das ist halt da, wo die pennen müssen. Und das war wirklich so der Maximum, also ich habe dann auch nicht viel weiter geguckt als das. Das war so die Hälfte der Folge, da dachte ich mir wirklich so, das kann einfach nicht mehr die Realität sein. So, also ich habe wirklich gedacht, das muss doch alles komplett geskriptet sein eigentlich, weil kein Mensch. Es wirkt halt wirklich einfach so, als hätten die 10 nymphomanische Pornodarsteller in eine Serie gepackt, aber nennen es einfach Reality-TV. Aber es sind alles Nymphomanen. Also sind Leute, die krankhaft sexsüchtig sind. Hey, die sind voll gut für Sex. Die Energie hier ist so horny. Also, wer schläft mit wem? Versteht ihr, was ich meine? Also, es ist halt einfach legit eine Show, wo diese ganzen leicht bekleideten Menschen in dieses Schlafzimmer kommen, die werfen sich auf die Betten, springen rum, so, oh mein Gott, das wäre nice für Sex. Wer schläft hier mit wem? Die Stimmung war so horny, what the fuck? So, die kennen sich seit ein paar Stunden, also nennt es halt anders so, weißt du? Nennt es halt irgendwie Pornoshow oder was auch immer, macht es ab 18 und ladet es einfach auch nicht auf Netflix hoch. Aber das... Ich check's halt gar nicht. Leute, so eng und so. Boah, also wenn ich morgens aufstehe mit meiner Morgenlatte, brauche ich immer eine 4-5 Meter, Leute. Ich glaube, diese Sequenzen reichen, um klarzumachen, Sex steht hier so ultimativ im Vordergrund. Wie gesagt, ist natürlich aber auch dramaturgisch wichtig, weil gleich wird denen genau das ja verboten. Aber dass die derart abgehen und wir, wie gesagt, die wissen, dass das am Ende im Fernsehen oder irgendwo ausgestrahlt wird, das ist schon sehr, sehr wild. Eine Sache, die mich ehrlich gesagt auch gestört hat, ist die Besprechung von dem Thema Beziehung und Monogamie. Bringt mich auch direkt zum nächsten Kapitel. Kapitel 4, Nein zur Monogamie. Ich weiß und ich möchte mich hier auch nicht auf irgendein Podest setzen, zu sagen, welches Beziehungsmodell, ob Polyamie oder Monogamie oder was auch immer, was das Richtige ist. Und man muss ja auch nicht in einer Beziehung sein, man kann ja auch Single sein, das ist ja überhaupt kein Thema. Und für Leute, die sich eben freier ausleben wollen, ich bin völlig fein damit, das ist völlig okay. Nur wie die Leute hier in dieser Show gepolt sind und zwar alle mit dem gleichen Mindset, das finde ich schon sehr, sehr krass. Und ich frage mich, ob das nicht auch junge Menschen verunsichert, ob das nicht auch Leute verunsichern kann, die vielleicht gerade eine schwere Zeit in einer Beziehung haben oder die vielleicht generell unsicher darüber sind, ob die überhaupt in der Lage dazu sind, eine Beziehung zu führen. Ich glaube, dass das hier extrem toxisch sein kann. Wenn man sich sowas anguckt, ist das extrem toxisch. Ich zeige euch mal gerade ganz kurz, einfach mal relativ schnell hintereinander, was da für Aussagen getätigt werden von den verschiedenen Leuten und wie schnell man durch sowas eben auch krass gebrainwashed dann einfach ist. Die letzte Beziehung, die habe ich beendet, weil es war einfach viel zu einengend war. Derzeit kann ich mir Monogamie nicht so gut vorstellen. Ich meine, ist ja okay, hier hat man jetzt mal eine Person, die sagt, dass Monogamie für sie gerade nichts ist und dass die letzte Beziehung einengend war, aber wenn das nur eine Person sagt, ist das ja okay. Ich hatte bisher noch keine Beziehung und ich bin nicht traurig darüber. Auch das ist okay, wenn man bisher keine Beziehung hatte, ist ja alles fein, also auch die Aussage ist okay. Ich bin hier
Spaß zu haben und ganz viele Flirts mitzunehmen. Weil wer isst schon jeden Tag gerne die gleiche Pizza? Ja, und das ist jetzt wieder eine der problematischen Aussagen, weil ich würde dem nicht zustimmen. Wenn man eine leckere Pizza gefunden hat, dann isst man diese Pizza gerne auch für den Rest seines Lebens. Meine Meinung. Ich lebe gerade im Moment Partys, Frauen, One-Night-Stands, so, das ist mein Vibe. Okay, es ist der Nächste, der jetzt nicht so der Beziehungstyp ist, aber es wird ja bestimmt jetzt irgendwie Leute geben, die sich schon auch wenigstens mal, die wenigstens bisschen Beziehungen cool finden. Ich bin 10 Jahre Single, die beste Zeit meines Lebens. Vielleicht auch nicht. Ich bin dafür bekannt, was Lockeres zu haben mit den Mädels. Ich kann mich nicht auf eine Frau fokussieren, weil es gibt so viele und ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ah, scheiße, das ist echt ein Problem. Das ist, also, ja, das ist... So, jetzt haben wir hier aber mal einen, der auch mal gerne öfter was mit jemandem hat. Das ist ja schön. One-Night-Stands sind okay, aber ich mag's mehr, wenn man längere Zeit miteinander was zu tun hat. So 1-2 Wochen, aber dann reicht's auch wieder. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ich bin ein Mensch, der wirklich fürs Single-Leben gemacht ist. Ich liebe es, meine Freiheit zu genießen. Ich bin sehr offen, ein sehr sexueller Mensch und eigentlich war ich seit meinem ersten Mal an nie monogam. Ja, wie gesagt, es ist gar nicht schlimm, wenn man nicht für monogam ist. Bisschen doof fände ich immer, wenn das in diese Kontexte eingeordnet wird, wie ich genieße lieber meine Freiheit, wo man immer so dieses, wenn man in einer Beziehung ist, ist man nicht frei Narrativ hat, was halt vollkommener Bullshit ist, so. Ich bin ein ultrafreier Mensch und trotzdem in einer Beziehung, also ich weiß nicht, wo das genau herkommt. Ich habe mir dann kurz gedacht, okay, ja, die müssen halt so voll viele Anti-Monogam-Leute da reinziehen, die die ganze Zeit One-Night-Stands haben und so, weil das ja zu dieser Show passt. Aber dann ist mir klar geworden, dass es voll der Bullshit ist, weil die brauchen ja einfach nur Singles. Also, dass die da triebhaft sind. Also, es gibt ja auch Leute, die für Monogamie sind oder die viele Beziehungen schon hatten und die gerade Single sind und ja trotzdem im O-Ton sagen könnten, ja, die letzten 3 Jahre hatte ich eine Beziehung und in der Beziehung hatten wir echt viel miteinander gemacht und so weiter. Und die können ja trotzdem dort sein und die können ja trotzdem dann Bock auf was haben. Versteht ihr? Also, ich check halt nicht, warum beim Cast alle 10 Leute dieses... ja, immer nur ganz kurz was mit jemandem haben, bla bla. Weil versteht ihr, unsere Generation ist halt eh schon crazy kaputt, was das angeht. Man muss sich doch so eine Sendung haben, wo jede einzelne Person einem einredet, das wäre der perfekte Lifestyle. Wenn du dir das anguckst, gerade eben als junge Person, dann gehst du vielleicht wirklich davon aus, dass das Wahre ist. So jedes Wochenende beim Feiern, die nächste klären, genau das, so muss es sein. Aber nicht länger als 2 Wochen, weil dann ist das Pizzastück ja gegessen, dann ist die Person ja verbraucht. Das ist schwieriges Mindset, ganz schwieriges Mindset. Feiere ich gar nicht. Aber das nächste Kapitel ist genauso spannend. Kapitel 5, Körperbilder zerstören. Wie ich eben schon erwähnt habe, ist eben das Problem bei diesen ganzen Reality-Shows, dass es immer vermeintliche Schönheitsideale gibt. Die Leute, die gecastet werden, das kennt ihr auch von den ganzen anderen Reality-Shows. Die Männer, das sind immer so breite Männer, die haben immer Tattoos und alles Mögliche. Und die Frauen, die haben eben meistens diese Kurven, die als Schönheitsbilder gehen, meistens schon auch irgendwie was, gemachte Lippen, gemachte Brüste viel. Ich persönlich sage ja überhaupt nicht, dass die Leute, die dort zu sehen sind, dass das wirklich schöne Menschen sind oder so, ne? Aber es ist halt so viel so, das ist gerade das Schönheitsbild, was es gibt und alle aus dem Cast müssen dem entsprechen. Oder ist da mal irgendein richtig schlanker Typ oder eine wirklich mehrgewichtige Frau? Und das kann man, wie gesagt, auch total umdrehen. Und das wird halt hier durch das, was sie sagen, auch noch weiter gefestigt. Das müssen wir nochmal kurz angucken. Okay, er muss groß sein. Ja. Er sollte auf jeden Fall Sport machen, also sportlich sein. Und er sollte so eine Ausstrahlung haben. Das ist genau wie bei mir. Genau, er sollte mich zum Lachen bringen, abenteuerlustig sein. Er sollte vielleicht auch noch Locken haben, schöne Augen, ein wunderschönes Lächeln, was im Köpfchen haben, romantisch sein. Ich finde es jetzt erstmal nicht so schlimm, weil sie wurde gefragt, worauf sie steht und sie hat auch das Recht, darauf zu antworten. Und wie sehr sie jetzt sensibel in dem Moment darüber nachdenken muss, wen könnte ich dadurch jetzt verletzen, was ich sage, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte, dass der Typ groß ist, wen könnte ich möglicherweise damit verletzen oder ich möchte, dass der Typ Locken hat oder was auch immer, helle Augen, keine Ahnung. Es ist aber halt trotzdem schwierig, weil hier in der Sendung halt laufend die Leute ausdrücken, auf welchen Typ sie stehen. Bei den Typen ist es auch sehr durch die Bank weg. Eigentlich geht es um blonde Frauen. Ich sage ja ehrlich, man kann ja auch nichts für das, auf was man steht. Das ist ja auch nicht zu kritisieren. Die Frage ist nur, wie sehr möchte man das darstellen? Wie sehr muss das besprochen werden? Und hätte man da gehe ich auch gleich noch kurz drauf ein, auf den Aspekt Diversität, hätte man da nicht einfach ein bisschen anders casten können? Ich stehe auf kurvige Frauen, große Brüste. Und das ist halt, wie gesagt, das ist, ne, das gibt's von Männern und von Frauen. Und das ist halt so, hier wird jetzt wieder so ein bisschen idealisiert, große Brüste. Und das kommt halt mehrfach in dieser Show, versteht? Das wird halt mehrfach gesagt. Also, ich weiß nicht, es gibt halt schon viele Leute, die sich dadurch einfach dann unwohl fühlen oder man einfach das Gefühl hat, okay, und man könnte halt schnell davon ausgehen, ja, wenn er das sagt, dann sehen das vielleicht auch andere so und dann geht es vielleicht schnell, dass man sich in seinem Körper irgendwie unwohl fühlt, was halt totaler Quatsch ist, weil, und das möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz deutlich betonen, es total unterschiedliche Geschmäcker gibt. Also es ist nicht so, dass alle Typen auf große Brüste stehen würden oder so. Überhaupt nicht. Und es ist auch nicht so, dass alle Frauen auf große Männer stehen. Es gibt halt riesige Unterschiede und unterschiedliche Präferenzen, aber wie gesagt, ob das dauerhaft besprochen werden muss, ist eine andere Frage. Okay, was ist denn dein Typ hier? Was mein Typ ist? Ich stehe auf jeden Fall auf heiße Kurven und auf Blondinen. Ne, sowas. Oder jetzt noch ein letztes Beispiel. Blond, schöne Augen, geile Lippen.
Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Es gab da eine Untersuchung der Mental Health Foundation, das habe ich eben mal ganz kurz schon angedeutet bei einem dieser Artikel. Da wurde bei einer Menge untersuchten Personen geschaut, welchen Einfluss das Programm Love Island hat. Das ist eine, ich weiß gar nicht, ob es das auch in Deutschland genauso gibt, oder ist das Love Island, ne? Oder Temptation? Ich weiß, wie gesagt, nicht. Es ist, glaube ich, eine aus der UK stammende Reality-Show, die aber sehr ähnlich ist. Und da wurde auf eine sehr junge Zielgruppe geschaut. Und dort kam heraus, dass 24% der 18- bis 24-Jährigen besorgt über ihr eigenes Körperbild sind, durch den Einfluss von dieser Reality-Show. 15% gaben wegen ihrer Körperbildstörung sogar an, sich schon mal selbst verletzt zu haben. Und 23% hatten deswegen sogar schon Suizidgedanken. Und wie gesagt, wir reden hier von 18- bis 24-Jährigen. Das möchte ich nur deswegen nochmal betonen, weil man immer schnell denken könnte, wenn ich sage, ja, ich rede hier von jungen Menschen, dass ich dann wirklich irgendwie diese 10-, 11-Jährigen meine oder so, die sich dann irgendwo mal dahin verirren. Aber ich rede auch von Leuten, die vermeintlich darüber reflektieren könnten, dass die in den Shows natürlich extra solche Leute casten und dass das, was da gesagt wird, vielleicht auch gar nicht immer so stimmt. Aber wie gesagt, das können wir leider in den meisten Fällen unbewusst gar nicht richtig wahrnehmen. Ein Kapitel ist für mich auch noch ganz wichtig, das möchte ich unbedingt ansprechen, um hier auch nochmal ganz kurz was zu sagen für Leute, die sich vielleicht deswegen Sorgen machen. Kapitel 6, Performance-Druck. Ich werde irgendwann nochmal ein ganz eigenes Video diesem Thema Performance-Druck widmen, weil ich gerade, was Jungs angeht, glaube ich, ist dieses Thema nochmal besonders wichtig aktuell. Aber in dieser Sendung werden halt auch immer wieder Dinge gezeigt, die vermuten lassen, dass man als Typ eben immer performant sein muss. Das bedeutet also, man muss wissen, wie man gut küsst, man muss richtig gut im Bett sein, man muss immer Bock haben auch auf Sex, man muss immer auch bestenfalls verschiedene Girls am Start haben. Und das wird eben bei verschiedenen Dingen allein in den ersten 30 Minuten dieser Sendung mal bewusst und mal unbewusst immer wieder gestreut. Und das können wir uns auch gerade mal ganz kurz anschauen. Es kommt selten zu zweiten Dates, weil wenn ein Mann nur eine Kleinigkeit falsch macht, dann darf ich auch weg. Ja, das ist halt so, ich nehme dir das nicht übel, ist ja auch okay, dass sie das so sagt. Ich weiß nicht, ob man das dann eben noch im Fernsehen wirklich sagen muss. Man kann sich das auch mal umdrehen, wie es wäre, wenn man das sagen würde, so ja, ich bin da sehr kritisch, was Frauen geht, weil wenn eine Frau ein bisschen was falsch macht, ist sie sofort weg. Genauso hätte das hier auch übrigens gesagt werden können. Ne? Ich sage ja nicht, dass Frauen hier die problematischeren Aussagen tätigen, aber es ist halt so, muss das reingeschnitten werden. Ja, und jetzt kommt halt eine ganze Reihe an Aussagen von Männern, die halt einfach diesen Performance-Druck auslösen bei anderen Männern, die zuschauen. Muss halt auch nicht sein. Aber wie gesagt, es sind ja auch alles Leute, die sich selber gerne darstellen. Ich perform extrem stark im Bett. Glückwunsch, das freut mich wirklich für dich. Guter Sex ist mir extrem wichtig. Das Einzige, was ich nicht leiden kann, ist, wenn die Frau einen Seestern macht. Heißt einfach, wenn die Frau nur da liegt und nichts macht. Next. Hier seht ihr, hier haben wir jetzt eine dieser Aussagen jetzt genau andersrum. Auch das kann möglicherweise eben diesen Performance-Druck bei Frauen auslösen. Also, ich meine, wenn man es nicht besser weiß, dann macht man vielleicht auch einfach nicht so viel. Dann holen wir uns gerade noch mal ganz kurz eine Aussage von einem Typen, der über sich sagt, dass er gut im Bett ist, weil das sagt hier auch ungefähr jeder über sich. Ich bin sehr gut im Bett. Glückwunsch. Ja, und von ihm gibt es jetzt noch eine Szene, die ich ganz kurz noch gerne zeigen möchte. Da, die ist auf safe gestaged. Niemals ist es alleine so passiert, aber egal. Da küsst er die, ich weiß gar nicht, wie die heißt, Stella, glaube ich. Also dann nimmt er sie einfach und küsst sie, dann machen die so eine Zeit rum. Und auch das würde ich ganz kurz gerne zeigen. How schön. Come on. Wow, das ging ja zackig. Da wurde den maximal von der Realisation von außen gesagt, ey, mach das mal gerade. Also niemals ist das einfach von alleine passiert. So, dann sagt sie jetzt aber in einem O-Ton. Es gibt Männer, die nicht ganz genau wissen, wie man mit der Zunge umgeht. Aber ich glaube, da kann ich noch auf viel gespannt sein, was Tobi angeht. Ne, und auch hier einfache Mathematik, was hier vermittelt wird, ist, der Typ geht da einfach mit der leicht bekleideten Frau in die Dusche und küsst sie einfach. Und sie sagt dann dieses so, ne, manche Männer wissen nicht, wie man mit der Zunge umgeht, aber er weiß auf jeden Fall, ich bin gespannt, was noch kommt. Ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich mir diese Show so einfach nicht angucken. Aber stellt euch jetzt vor, Typen sehen das und denken, dass da, so wird es gemacht. Die gehen in Clubs einfach zu Mädchen und nehmen die so und parken die so. Weil hier dieses Dominante, der Typ nimmt sie und küsst sie einfach, weil das hier so gezeigt wird, dass das so normal ist bei Leuten, die sich gerade seit 3-4 Stunden kennen. Das ist das, was ich meine. Aber auch dieses Thema Performance-Druck habt ihr, glaube ich, verstanden. Ich würde jetzt gerne ganz kurz noch auf ein Kapitel eingehen. Und zwar ein Thema, was mir auch gerade noch wichtig ist. Kapitel 7, Queer und Diversity. Zugegebenermaßen, das ist ein bisschen frech von mir, dass ich das jetzt beides in ein Kapitel packe, aber ich habe dazu nicht viel Material, deswegen erwähne ich das gerade an der Stelle. Eine Sache, die mich stört, ist, dass es gibt dort queere Personen und das sind, wenn ich es richtig sehe, zwei Frauen. Einmal diese Anna und einmal Stella, die über sich sagen, dass sie auch auf Frauen stehen. Ich glaube, diese Anna, wenn ich das richtig gesehen habe, ist pansexuell. Bei dieser Stella weiß ich nicht genau, ist ja auch alles in Ordnung, wenn man das auch nicht so festlegt, so. Total gechillt. In der Serie wird hier aber einfach wieder dieser alte Stereotyp erzählt. Die Frau, das ist dann Anna, die dann irgendwann fragt, so, ey, stehst du auch auf Frauen? Und die andere sagt dann so, ja, an der Stelle und alle freuen sich so. Das ist so
so dieses klassische, dieses stereotypische, so im Club, so Männer feiern es richtig, wenn Frauen auch andere Frauen küssen und so, da ist Bisexualität okay. Aber bei den Männern ist natürlich kein einziger dabei, weil das würde den Stereotyp erbrechen, wenn jetzt einer von denen bisexuell wäre oder sogar mehrere auch auf Jungs stehen würde, stell dir vor, da würden Männer rummachen. So, das gibt's nicht. Weil, wie gesagt, es ist eine Show aus dem Jahr 2000 und nicht 2023. Es ist halt so, wenn ihr euch dafür entscheidet, dass es in diese Richtung, dass es einfach auch queer ist, dann lasst es doch auch bei Männern zu. So ist es halt einfach so wieder dieses alte, dieses generationalte Bild, was da erzählt wird. Und das finde ich einfach, ich finde es nicht mehr passend und nicht zeitgemäß. Aber wie gesagt, ich kritisiere jetzt an der Stelle nicht, dass es da nicht okay wäre, dass die Frauen auch aufeinander stehen oder so. Wie gesagt, das ist cool, das ist fortschrittlich, das ist in Ordnung. Aber es braucht nicht dieses von den Männern, dieses so, oh geil, hier die Frauen. Und dann, dass die Frauen dann von sich auch aber auch sagen, so ja, dann können wir hier eine Orgie unter uns starten. Das ist dann auch wieder so, es ist so extrem sexualisiert, versteht ihr, was ich meine so? Einfach in die falschen Kontexte eingebettet. Ein zweites Thema, was ich eben ansprechen möchte, das Thema Diversity. Dazu hatte sich die letzten Tage diese Uni, glaube ich, heißt hier, wird das hoffentlich richtig ausgesprochen, geäußert auf Social Media und hatte dafür tatsächlich Netflix auch kritisiert. Ich kann es auch gerade mal für euch einblenden, da gab es verschiedene Berichte jetzt auch drüber. Und die hatte eben gesagt, dass sie das Gefühl hat jetzt am Ende, vor allem als sie die Show gesehen hat, dass sie sich selber eher, und es gab, glaube ich, noch eine weitere POC-Teilnehmerin, die später noch reinkam, dass sie sich eher wie eine Art Diversity-Bonus gesehen hat. Und ich weiß auch, das ist richtig, also wenn gecastet wird, dann ist es mittlerweile eigentlich fast immer so, also das kann ich euch wirklich sagen, dass gesagt wird, ey, wir brauchen hier einen diversen Cast, das heißt, es wird immer geguckt, hat man auch POCs dabei, hat man vielleicht auch queere Leute dabei, wie auch immer, am besten eben von verschiedenen Nationen sogar. Und das Ding, was sie aber kritisiert und was ich genauso auch sehe, was ich als auch unangenehm empfunden habe, als ich das gesehen habe, als ich es mir angeschaut habe, alle Typen, die dort sind, reden irgendwas von, ja, ich stehe auf die Blonde, da helle Augen, dies, das. Und es ist halt so, die wurden halt vorher alle genau gefragt danach, was der Typ ist, auf wen sie stehen. Ich frage mich halt, wenn die sich jetzt für diese Diversity entschieden haben, warum nehmen die denn nicht auch Typen rein, die auf zum Beispiel Frauen mit dunklerem Hauttyp stehen? So ist es halt einfach ein bisschen lasch und das war eben auch das, was diese Uni gesagt hat, dass sie verschiedene Nachrichten von Mädchen bekommen hat, die eben auch eine dunklere Hautfarbe hatten und die eben gesagt haben, dass sie sich, nachdem sie das angesehen haben, einfach ein schlechteres Selbstwertgefühl hatten, weil es so wirkte, als würden die Jungs, die eben dort in der Show sind, alle eben nicht auf Frauen mit dunklerem Hauttyp stehen, was eventuell ja auf die zutreffen kann, aber auf keinen Fall auf die breite Masse ist. Es gibt super viele Leute, die auch dieses Merkmal bevorzugen und attraktiv finden, also das muss man gar nicht diskutieren, aber warum in dieser Show, wenn man vorher eben fragt, was ist der Typ? So, versteht ihr, was ich meine? Das kann ja am Ende eher nach hinten losgehen. So, das ist aber auch, wie gesagt, was ich jetzt wiedergegeben habe, was diese Uni in ihrem TikTok auch gesagt hatte. Und ich kann das nicht 100% beurteilen, weil ich die Show ja nicht komplett gesehen habe, sondern nur die erste Folge. Mir ist es nur in der ersten Folge bei den Typen aufgefallen, als sie alle gesagt haben, was deren Typ ist und dann niemand jetzt explizit von ihr gesprochen hat, habe ich schon gedacht, so, bisschen schwierig, finde ich. Kommen wir gerade zum Abschluss des Videos und es ist auch wieder ein langes Video geworden, aber ich finde es wichtig, dass man diese Themen bespricht und denen auch Zeit gibt. Ich habe einen Artikel von der Welt gefunden, den möchte ich ganz kurz vorlesen. Und zwar heißt es hier, ne, das war die Frage, warum das Format so erfolgreich ist. Da wurde gesagt, vielleicht ist es auch erfolgreich, weil das Konzept perfekt auf den Durchschnittscharakter der Generation Z ausgerichtet ist. Und jetzt kommt's. Es geht um Hedonismus und Selbstinszenierung, kurzfristigen Genuss und Konsum. Hedonismus beschreibt quasi sein eigenes Leben nach der größtmöglichen Lust und Freude auszurichten. Aber das kann teilweise auch so was egoistisch sein und auch kurz gedacht auf jeden Fall. Die Kandidaten sind mit digitalen Medien aufgewachsen, ungeduldig und fordernd. Monogamie passt im Zeitalter von Hashtag YOLO und Tinder für viele nicht ins Lebenskonzept. Dieses Hashtag YOLO ist natürlich wieder so ein bisschen, wahrscheinlich war der Typ, der den Artikel geschrieben hat, schon Ü40 oder so, aber trotzdem trifft es das irgendwie auf den Punkt und macht mich gleichzeitig traurig. Ich finde es schade, dass wir den kurzfristigen Genuss und Konsum bevorzugen. Ich finde es schade, dass wir alle ungeduldig und fordernd sind und auch schade, dass Monogamie nicht mehr in unser Zeitalter passen soll. Das ist genau das, was ich eben meine. Das wird genau durch solche Sendungen gefördert. Genau das. Und deswegen bin ich der Meinung, sollte man sich sowas nicht ansehen. Und das ist das ganz klare Appell am Ende auch. Solche Sendungen werden nur produziert, wenn die Nachfrage da ist. Und die Nachfrage ist absolut da. Wie gesagt, seit Wochen in den Top 10 Charts bei Netflix. Es gucken sich Leute an. Und wie gesagt, es ist Softporn. Es ist nichts anderes als Softporn. Das muss man sich nicht gut reden. Das, was dort passiert und was dort gezeigt wird, ist nichts anderes als Softporn auf eine ganz, ganz niedrige Art von Unterhaltung. Ja, das ist mein Wort zum Sonntag, meine lieben Freunde, auch wenn heute Montag ist. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz zum Schluss noch einmal sagen, bitte, es soll sich niemand persönlich angegriffen fühlen, auch wenn ich hier Leute zitiert habe, explizit. Seht das nicht als Kritik an euch, weil ich glaube, es ist wild jetzt danach. Ne? Ich glaube, ein Couple ist jetzt schwanger geworden, andere sind in einer Beziehung und so. Also, ihr macht ja was aus eurem Leben. Ihr seid ja nicht wie die Figuren, die dort in dieser Sendung dargestellt wurden. Und so wie ich euch auf dieser Release-Party da kennengelernt habe, seid ihr auch korrekte Menschen. Nur so, wie ihr dargestellt wurdet oder das, was ihr da gesagt habt, das ist einfach nicht gut für die Generation und das feiere ich gar nicht. Das ist das, was ich denke. Das war's von mir. Euch doch einen wunderbaren Tag, meine lieben Freunde. Bis ganz bald wieder. Tschüss.